Willkommen im Vienna Haus Andels Berlin im Loft 14 Berlin. Heute in der Web Talk Show die wunderbare Schauspielerin Sonja Gerhardt. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Du siehst großartig aus. Oh, danke schön. Aber ich habe tatsächlich auch, glaube ich, nie ein Foto von dir gesehen, bei dem du nicht, also wirklich? Ja. Oberliga. Das ist doch gut. Gute Arbeit. Ne? Gute Arbeit bei allen Gewerken. Danke an die Maske. Absolut. Dankeschön. Du bist mal in der Gegenwart. Das finde ich ja immer sehr ungewöhnlich, weil dich sehe ich ja meist nur in der Vergangenheit. Ob in den 50ern oder Ende der 80er bist du unterwegs. Die meisten kenne ich natürlich an der Kudamm-Reihe oder aus Deutschland. Diverse 80er-Jahre-Zahlen. Wer noch nie was davon gehört hat, du musst jetzt leider beide Serien einmal für mich beschreiben und mir hinterher sagen, in welchem Jahrzehnt du dich denn lieber aufhältst. Hinterher aber erst. Okay, also Deutschland 83 und 86, da spiele ich die Annette Schneider. Genau, es geht darum, dass ihr Freund in den Westen geschickt wird, das ist doch schon so lange her, in den Westen geschickt wird als Spion. Genau, und ich bin seine Freundin und bleib im Osten und steige dann so in die Stasi mit ein. Ja. So, das ist jetzt bei Deutschland gewesen. Genau, und Jonas Ney in der männlichen Hauptrolle hat seinen Freund gespielt. Genau. Super Typ. Ja, mega. Ja, er macht auch Musik und so. Ja. Ja. Und du spielst fantastisch da drin. Also es ist sehr, sehr abgefahren. Es gibt diese eine Szene, da knallen dann so die Welten aufeinander. Ja. Da kommt so ein bisschen raus, dass du tatsächlich für die falsche Seite, je nachdem aus welcher man zieht, bist und dann stehst du dir an und sagst, nein, ich lass dich nicht, dann ballert er dich weg und das knallt richtig. Ich glaube, sowas macht als Schauspieler noch mal richtig Spaß. Total, oder? Ja, also es macht auch einfach Spaß, mal böse zu sein, ne? Böse zu spielen. Und das hat echt Bock gemacht. Und ihr wurdet quotentechnisch gut belohnt, international auch schwer bedacht. Ja. Das war abgefahren. Hättest du damals gedacht, dass das so... Nee, absolut nicht. Also, nicht mal am Set? Nee, man liest ein Buch oder man liest die Bücher und dann denkt man sich, das ist ganz cool. Aber dass es dann so eine Ausmaße annimmt, das weiß man natürlich vorher nicht. Ne? Aber es geht auch weiter da, ne? Deutschland 89? Genau, 89. Der Mauerfall nähert sich. Mhm. Es wird abgefahren. Also allein der Trailer zur zweiten Staffel war schon wahnsinnig cool. Ja. Also, mal sehen, wie lange das noch weiter existiert. Ja und dann halt die... Kudamm, genau. Kudamm 56 und 59. Alles Zahlen. Natürlich. Natürlich. Hier und... genau, da spiele ich die Monika Schöllack. Niki genannt, ne? Niki, ja, die hat ganz viele Monekind auch. Also sie hat ganz viele... Monekind, ja, ist ja süß. Ganz viele Spitznamen. Und die Figur liebe ich sehr. Also Monika habe ich total gern gespielt. Da geht es um die Emanzipation der Frau in den 50er Jahren. So um drei, um eine Tanzschule, ihre Mutter und drei Töchter. Und die Mutter möchte eigentlich alle Töchter gut verheiraten und eine bricht halt aus. So. Du? Ja. Sehr gut. Und du bist tatsächlich die dritte der Kudamm-Damen hier in der Web-Talk-Show. Ach echt? Emilia Schüle hat dich damals zur Jugend ohne Gott interviewt. Maria war hier. Ah, schön. Und jetzt bist du da. Ja. Die Kudamm-Jugendgeneration ist voll. Jetzt darf die Mutter kommen. Genau. Und es ist ja eine ganz wundervolle Serie. Die Männer müsst ihr noch, jetzt muss ich gerade, die Männer müsst ihr noch einladen. Oh, das sind so viele. Aber tatsächlich, August von Wittgenstein ist demnächst hier. Ja? Ja, ah, cool. Sabine und Tristan müssen auch noch kommen. Es ist Wahnsinn. Also das Cast ist super. Auch die Grundideen, ihr packt so geile Themen an. Ja. Beim Lesen des Drehbuchs, bei welchem Thema hast du gedacht, geil, endlich gibt's es mal? Oh wow, ich dachte einfach nur 50er Jahre. Und ich fand es toll für meine Rolle, weil die sich in drei Büchern entwickeln kann. Also meine Rolle konnte sich komplett entwickeln. Und das hast du... du hast halt meistens immer nur Zeit, in einem Buch deine Rolle zu entwickeln. Und jetzt hattest du drei Bücher, 90 Minuten Zeit, deine komplette Figur zu entwickeln. Und das war toll. Ich habe Rock'n'Roll getanzt, ich habe
Dann auch bei 59 habe ich gesungen. Und natürlich, das macht echt viel Spaß. Und wenn du auch noch tolle Kollegen an deiner Seite hast, was will man mehr? Sechser im Lotto. Sechser im Lotto. In der ersten Staffel oder in der ersten Reihe war es ja so, dass deine Figur noch so ein bisschen sehr unter Mutters Hand gelitten hat. Fittiche, und, ja. Genau, und ganz klein. Und dann diese Emanzipation im wahrsten Sinne des Wortes durchgemacht hat. Toll, ich liebe es, wenn dann Frauenfiguren auch wirklich zu sagen, fick dich, hat sie jetzt so nicht gesagt. Hat sie so nicht gesagt. Aber hat sie garantiert gedacht. Ja. Und dann das Coole war, es gibt so eine Szene am Tisch, da ist irgendein Arzt oder sowas und deine Figur haut eben auf selbigen und erzählt. Und dann sagt die Mutter so zu dem Mann, Sie sind doch Psychologe, was machen Sie denn mit durchdrehenden Weibsbildern oder irgend so ein Firlefanz? Es war so toll. Es muss einen Spaß gemacht haben. Also wirklich tolles Ensemble, tolle Bücher. Ja. Hast du zweimal ja echt guten Griff gehabt? Oder sind die auf dich zugekommen? Oder war regulär Casting? Wie war es? Nee, ich hatte bei 56 habe ich die drei Bücher gelesen und dachte mir sofort, das muss ich spielen. Ja. Was auch immer komme, das muss ich spielen. Und dann gab es Castings, ja. Und dann, ich war ja schon mit Emilia und mit Maria, war ich vorher schon befreundet und wir wurden dann auch zusammen gecastet und so als Schwestern. Ja. Dann haben wir uns vorher abgesprochen, wir müssen das so und so und so. Und dann wurden wir es dann auch irgendwann. Also ich glaube aber, ich war, glaube ich, 5-mal beim Casting. Bis man uns allen auch gesagt hat. Die wollten mich einfach immer wieder sehen. Ja. Ne? Es ging um nichts anderes. Ja, genau. Nee, ich habe auch noch für die anderen angespielt und so. Alright. Oh, ja. Und du bist tatsächlich auch eine Frau, die sich auch körperlich für Rollen richtig in die Fölle schmeißt. Du warst Hauptstadttrainer, du warst bei Erik Jäger, der war hier auch schon zu Gast. Ah, ja. Und ich weiß, er quält ja leidenschaftlich gern. Er selber sagt, er macht ein bisschen Sport mit euch. Ja. Ich weiß, das stimmt nicht. Erzähl mir mal, wie ist das, wenn du weißt, ich muss zu Erik? Ich mache das ja für mich. Ich finde das eigentlich immer, ich nehme ihn ja auch immer auf die Schippe. Also es ist ja so ein gegenseitiges Bietet Ding. Bietet sich aber auch an. Total. Und es macht furchtbar viel Spaß. Aber es sieht auch wahnsinnig anstrengend aus. Es ist auch anstrengend, aber es bringt auch sehr viel. Also wenn man anfängt, ich bin eigentlich auch immer ein Sportmuffel gewesen, aber jetzt irgendwie seit... Sieht man jetzt nicht zwingend, ja, seit 2 Jahren irgendwie bin ich gut dabei. Und wenn man merkt, dass es deinem Körper was Gutes tut... Und du fühlst dich besser und du siehst den Unterschied, ja. Und du bist fitter, du fühlst dich einfach besser. Und dann gehst du gerne zum Sport. Yannick hatte erzählt, als er zu Gast war. Yannick war auch schon da. Und er hatte erzählt, nach dem Film, dem Horizont so nah, er muss die ganze Zeit Fitnessmodel und yay und halt total High-Level-Body haben. Mhm. Hat halt direkt, als er dann durch war, direkt irgendwie Burger gegessen und Erik irgendwie ein Foto geschickt oder so. Was steht denn auf deiner Wunschliste? Weil eigentlich läuft sie bisher sehr, sehr, sehr gut. Ja, toi, 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 ne? Ja. Also, ich bin dafür bin ich echt dankbar, dass es so läuft, wie es läuft. Und ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Ich möchte auf jeden Fall mal für ein bisschen länger ins Ausland. Ah, wohin denn? Ja. Welches Ausland? Soll ja so viele geben. Ja. Wirklich? Wirklich? nach England, nach Amerika vielleicht oder auch nach Neuseeland. Neuseeland ist eigentlich ein Traum von mir. Hm. Da ist mir aber bisher immer der Flug zu lang gewesen. 46 Tage. Ja. Und genau. Mal schauen. Sag mal, stimmt es, dass du bei die wilden Hühner, dass das deine echten Haare waren? Ja. Diese blonden Locken. Ja. Das war dein. Ja. Geil, wann hast du letztes Mal den Film gesehen? Ich hab. Oh. Lang ist's her. Keine Ahnung. Aber ich habe auch dieses Plakat mit diesen Haaren. Hast du das Plakat mal gesehen? Vielleicht. So schlimm. Ja, nee, ich hatte richtig lange Haare und dann jeden Morgen, ich glaube, ich war ja auch die Älteste von allen, deswegen Sasa war ich auch am längsten. Dabei, ne? Sasa war auch dabei, die ist auch so süß. Ja, ja. Ach, die sind alle ganz süß. Aber auch eine krasse Storyline, ne? Ich habe jetzt ja halt, also ich habe die wilden Hühner natürlich nicht geguckt. Ja. Macht ja Sinn. Und dann habe ich schlimm. Den Trailer gesehen und habe gedacht, Alter, was geht denn da ab? Ja, also du dachtest so, ein bisschen schmusi, Kostja Ullmann rennt da irgendwo rum. Und dann plötzlich meine Regel ist nicht mehr da. Ja, ja. Meine Regel ist weg. Also sie bleibt aus. Und ich denke, what? Was ist passiert? Man denkt eigentlich so, halt so ein Ferienfilm, ein bisschen Fußball, aber krass. Kinderfilme,
die haben natürlich auch viele Themen für junge Erwachsene, sage ich mal auch. Ne? Krass. Und du bist ja, glaube ich, in fast jeder Rolle bist du schwanger geworden, ne? Oha. Oh, gute Frage, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Auweia. Ja, also waren einige schon dabei? Waren einige dabei, ja. Ich kann dir sagen, auch Kind kriegen, spielen ist so anstrengend. Wirklich. Denke ich mir auch immer, oh Gott. Wenn ich mein Kind kriege, ach du meine Güte, ey. Kommst in den Kreissaal, die Schwester kommt, will dir sagen, wie es läuft. So, nee, ist gut, ich habe schon so oft Kinder zur Welt gebracht. Brauchst sie nicht, danke. Danke, ist ganz lieb. Nein. Mein Coach vielleicht, aber sie nicht. Genau. Abgefahren. Wann war denn für dich klar, dass Schauspielerei dein Leben bestimmen wird? Oder ist der Moment noch gar nicht gekommen? Doch. Ja, der war schon da. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich wusste auf jeden Fall in der Grundschule schon, dass ich Schauspielerin werde. Das hast du doch immer gesagt, ne? Ich als Schauspieler und alle genau. So. Oh. Ja, genau. Wenn der Lehrer gefragt hat, irgendwie, was wollt ihr denn später mal werden, habe ich immer gesagt, ich möchte Schauspielerin werden. Also ja, Sonja, alles klar. Und habe mich halt nicht ernst genommen. Und ich war im Friedrichstadtpalast im Kinderensemble, da habe ich 11 Jahre getanzt. Und dann mit 16 musste man da halt gehen, weil man zu alt ist. Aha. Und da hatte ich eine Freundin, die war schon in der Agentur und die meinte, Sonja, die Agentur hat jetzt Castings für die Aufnahme in die Agentur, geh da mal hin. Und dann bin ich da hingegangen, wurde ich aufgenommen und dann ging es los. Also, liebe Schauspieler von morgen da draußen, wenn ihr glaubt, dass die Geschichte wirklich so abgelaufen ist, dann fragen wir nochmal nach. Du bist hin, hast gesagt, hi, hier bin ich, und gesagt, ach schön, und bist eingetragen worden. Fertig. Nichts dazwischen? Ich hatte ein Casting. Okay. Genau, und dann wurde ich aufgenommen. Was musstest du machen bei dem Casting? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir waren 3 oder 4 Mädels. Bitte einmal lächeln. Danke. Schön wärst Danke. Du. Nee, davon kann man natürlich nicht sehen, ob man spielen kann oder nicht. Irgendwas muss ich vorspielen. Aber was, weiß ich selber auch nicht mehr. Ich glaube, die haben uns irgendwas... Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht. Ist halt auch wirklich schon 3, 4, 5 Jahre her. Eben. Es ist schon. Sag mal, 2 Jahre her. Würdest du mir jetzt verraten, dass du mal irgendwo in einem Casting dabei warst und es hat nicht geklappt und sagen, für was das war, was dich heute noch ärgert? Nein. Leider nicht. Ich wurde immer angenommen. Glückwunsch. Ich wurde immer besetzt. Nein, immer. Natürlich nicht. Nee, für Wir sind die Nacht. Au. Da war ich beim Casting, aber ich war da noch viel zu jung. Das hätte ich so gern gemacht. Wer es nicht mitbekommen hat, worum ging es bei Wir sind die Nacht? Um Vampire. Ja, und alles Weitere könnt ihr halt googeln. Genau, ne? Also ist googelt ja heutzutage halt. Total einfach. Eben, googelt eben. Was machst du in deiner Freizeit so, wenn du mal daheim bist, wenn du nicht irgendwo drehst? Treffe ich mich mit Freunden, lese, mache Sport. Dein Gesicht hat gerade wirklich gemacht. Sport. Juhu. Ihr wisst, anstrengend. Everybody does. Ja, genau. Family ist mir eigentlich ganz wichtig und so, was so anfällt. Du machst auch viel auf Instagram, ne? Du bist viel unterwegs. Ja, ich habe mich aber letztes Jahr so ein bisschen mehr rausgezogen. Warum? Weil ich so einfach mal ein bisschen Zeit brauchte für mich und mir nicht immer zeigen wollte. Ist dir aufgefallen, dass Leute an viele Orte nur noch gehen, um zu zeigen, dass sie da waren, ohne da zu sein? Ja, das ist ja meistens so. Also ich weiß gar nicht, irgendwann war ich auch mal unterwegs. Ich glaube, da war ich in Italien und saß im Bus und dann hatten alle ihre Handys irgendwie in der Hand und haben alles drumherum gefilmt, aber haben, glaube ich, überhaupt gar nicht mitbekommen, was da alles abgeht. Also wie der Vibe ist und so. Ja, das kommt mir schon so vor, ja. Einfach mal genießen, reinlassen. Ja, ich glaube, das verlernt man ganz schön schnell mit dem Handy. Garantiert. Ich habe aber auch den Eindruck, dass mittlerweile immer mehr geguckt wird, wie viele Follower hat denn der jeweilige Schauspieler, wenn er besetzt wird. Wie schlimm ist das und wie wichtig ist das für dich? Also, ich habe es auch selber schon mal mitbekommen, dass es ab und an so läuft. Ich finde das nicht gut, weil man sollte natürlich besetzen nach dem, was der Schauspieler kann, was er rüberbringt und nicht nach den Followern. Ja. Ich finde es nicht gut. In Wolfgang warst du so schön wie nie. Bitte beschreib, wen du gespielt hast und wie lange du in der Maske saßt. Ja, Wolfgang. Fräulein Zirzemeier habe ich gespielt. Eine Hexe.
Und ich habe circa 2 bis 2,5 Stunden an Maske gesessen, ja. Morgens gleich? Morgens, ja. Und ist es wahr, dass man dann direkt einschläft? Nee. Nee. Leider nicht. Nein, leider gar nicht. Nee, weil, also ich habe eine Nase bekommen, die wurde mir angeklebt. Da kannst du nicht einschlafen, dann wurden mir Wimpern geklebt, ich wurde geschminkt, dann wurde mir eine Perücke aufgesetzt und so. Da pennt man, da hat man, das geht halt einfach. Ist das für dich anstrengender als für die Maske oder andersrum? Ich glaube, es ist für die anderen, also für die Maske anstrengender. Ich sitze ja eigentlich nur rum und nerve. Ja, und mache dort. Wenn mir langweilig wird, ja. Und jetzt? Das noch lange. Beschäftigt mich. Wolfgang, ein wundervoller Film. Der Trailer sieht so lustig aus. Es geht, es ist so ein bisschen wie Hogwarts. Es gibt ja diese Zauberschule mitten in Deutschland und drei Anti-Helden, die da gar nicht reinpassen. Ja. Also ein junger Werwolf mit einer Tierhaarallergie, ein Vampir, der kein Blut sehen kann und eine Elfe mit Höhenangst. Wundervolle Ideen. Ja. Sind an dieser Schule, müssen sich beweisen. Du bist auch in diesem Kosmos. Was machst du da? Ich bin auf jeden Fall die Sekretärin des Bürgermeisters, Luis Ziffer. Gespielt von? Christian Berkel. Super. Axel Stein ist auch mit dabei. Ja. Ist generell super besetzt. Die Kids sind wahnsinnig talentiert. Rick Cavanian ist auch dabei. Ja. Ja, mit dem hatte ich auch ein paar lustige Szenen. Ist auch sehr lustig. Aber auch für dich, glaube ich, das erste Mal, dass so eine richtige, übermäßig witzige Rolle dabei war, oder? Ja. Ja, total. Also ich konnte mich... da es auch Fantasy ist konnte ich einfach diese Figur wirklich neu erfinden. Und das war toll. Das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Also wer da mal einen Eindruck kriegen will, auf der Instagram-Seite von Sonja gibt es in den Story-Highlights ganz wundervoll. Also ihr habt so viel Spaß hinter den Kulissen gehabt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und du arbeitest auch als Synchronsprecherin. Toy Story. Wen hast du gespielt? Als was konnte man nicht hören? Und wie viel Spaß hat das gemacht? Giggle McDimples habe ich dort gespielt. Eine kleine Polizistin. Tough, sehr tough, frech. Und ihr Herz hat sie aber am rechten Fleck. Glücklicherweise. Ja. Und ist sehr loyal. War das der erste Synchronjob in der Größe? Ja. Und hat Spaß gemacht? Würdest du es wieder machen? Oder ich würde es jederzeit wieder machen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es war was komplett Neues, weil beim Schauspieler musst du ja immer natürlich reden, ne? Und dort konnte ich mal richtig, entschuldige, auf die Kacke hauen. So, und das hat richtig Bock gemacht. Wirst du auf dem Alltag erkannt oder kannst du ungestört durchs Leben gehen? Mal so, mal so. Also es ist mal mehr, mal weniger. Ich glaube, also man guckt mich auch öfter mal an. Und dann frage ich mich selber, weil ich mich nicht daran erinnern, dass der mich vielleicht gerade erkannt hat oder so. Oder sich selber gerade fragt, irgendwoher kenne ich sie, woher kenne ich die denn? Vielleicht von der Schule oder so. Manche kommen wirklich auf mich zu, sag mal, waren wir zusammen auf der Blablabla-Schule? Nö. Ich kenne dein Gesicht doch. Kenne ich dein Gesicht nicht aus irgendeiner Soap? Liebst du nicht lange irgendwo auf Sat.1? Es kommt mir so irgendwas mit... Bist du jetzt... Nein, das war jetzt ein schöner Übergang, du. War das nicht was mit 3 Buchstaben? Der erste war ein S, der zweite war ein I und der dritte war ein B. Zip. Gott, wofür könnte das stehen? Redst du gerne noch darüber oder ist das aus der... Schmetterlinge im Bauch? Ja? Na klar. Also das war mein erster Job. Ja. So, und ich habe mir Schauspielerei eigentlich immer anders vorgestellt, aber da habe ich halt gelernt... was das bedeutet, weil das wirklich dann wie Fließbandarbeit war und zack, zack, zack und Text lernen nach Hause, abends nach Hause, morgens wieder aufstehen, dann wieder ans Set, gleich wieder das abends so, nach Hause, morgens wieder aufstehen, das ist ein fürchterlicher Albtraum. Wirklich strange, ne? Also das hättest du nicht zur Schule gehen müssen zu dem Zeitpunkt, sag mal? Ja, da war ich 16 oder 17, ja. Und dann hattest du ernsthaft die Wahl zwischen Schauspielerei oder Schule? Ja, mein Abi habe ich, also die 11. Klasse habe ich abgebrochen. Und dann wollte ich aber ein Jahr später, wollte ich wieder... in die 11. Klasse, ins zweite Halbjahr, wo ich auch aufgehört habe. Und dann hat meine Schule aber gesagt, nee, du musst jetzt die komplette 11. neu machen. Und du so, und warte so, kurz, warte. Ja. Nee. Irgendwie nicht. Cool. Nein, und dann kam im Sommer, kam der Kinofilmsommer.
Und dann konnte ich auch nicht mehr einsteigen in die Schule. Ich glaube, weibliche Hauptrolle hattest du, ne? Ja. 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 Lief ganz gut, ne? Ja, das fing eigentlich, ja, ich kann mich gerne, ich beschwere mich auch nicht. Nee, bei deiner Karriere wäre es auch ein Wunder, wenn du dich an irgendeiner Stelle beschweren würdest. Du wirst, glaube ich, mittlerweile sogar auch im Ausland erkannt, ne? Ja. Wie abgefahren. Voll. Ich war einmal in Litauen, da bin ich irgendwie am Flughafen gewesen, habe auf meinen Koffer gewartet und dann kam irgendwie, also die Koffer kamen nicht, genau. Und dann habe ich mich so mit irgendwie Typen unterhalten und so und die kamen dann aus Australien und die meinten, ha, du siehst einer Schauspielerin voll ähnlich. Ich so, ja, wem denn? Angelina Jolie oder wem? Ja, genau. Komm, erzähl. Und dann, ja, hier der, die bei Deutschland 83 mitgespielt hat. Ich so, ah. Wirklich? Das kann vielleicht daran liegen, weil ich es auch bin. Ist das dann nein, wirklich? Unangenehm in dem Moment zu sagen, ja, sorry, that's me? Oder? Nee, ich fand es total geil, cool. Ja. Ich fand es so cool. Ja, ich fand es so, Leute, die nicht aus Deutschland kommen, in Litauen, die aus Australien kommen, die mich erkennen, das war so absurd. Das war so absurd. Fand ich total cool irgendwie. Wie abgefahren. Ja, das war richtig abgefahren. Und hat den Australiern die Serie gefallen, oder? Ja, die fanden die Serie teuer. Aber du siehst ja auch nicht, also du hast ja auch da interessante Haare in Deutschland. Blond. Ja, und nicht ganz so up-to-date, ne? Also ein bisschen so, classy. Ja, ja gut. Ja, gut. Würdest du dich erkennen? Also, weißt du? Also Nee. Oh, das stimmt. Ja. Ja, nee. Aber krass, dass die es gemacht haben. Ja. Was hatte ich denn? Ich überlege gerade, nee, aber da war ich auch eigentlich dunkelhaarig und hatte kurze Haare. Ja, nicht schlecht. Ja. Dann waren die nicht schlecht. Die waren gut. Es waren Fans. Fans. Es waren richtige Fans. Es war kein Zufall, dass sie in Litauen waren zu der Zeit. Oh Gott. Sonja, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Dabei wünsche ich dir gleich ganz viel Spaß. Für dich gilt, du wirst eine fantastische Woche haben. Bis zum nächsten Mal. Ich sehe dich. Sie spielt so gerne taffe Frauen. Sonja Gerhardt, eine der lustigsten Frauen mittlerweile. Also ich muss wirklich sagen, es war wirklich, wirklich wahnsinnig witzig. Ja. Und schade, ich wünschte, ich könnte es zurückgeben, aber ich kann einfach nicht. Soll ich jetzt noch was Kluges sagen? Schön, dass es uns alle gibt. Und wann bist du mal wieder im Fernsehen zu sehen? Mit Kudamm oder Deutschland? Das darf ich noch nicht sagen. Schön. Sonja Gerhardt, meine Damen und Herren. Passt auf die Erde auf. Seid ein bisschen wacher, anderen Menschen gegenüber, eurer Umwelt gegenüber. Haut rein.